So, jetzt kommen wir zu dem jeden Jahr wieder als hehre Vorgabe vorgenommenes Optimieren des Planungsprozesses. Dieses Jahr muss es aber etwas besser laufen und nicht so holprig wie letztes Jahr. Das nehmen sich etwas älter gewordene Berater schon seit vielen Jahren vor. Wichtig ist Lernen aus Fehlern der Vergangenheit. Um das machen zu können, muss ich mir erstmal aufschreiben, was ist denn schlecht gelaufen. Ja, relativ einfache, logische Voraussetzung wird aber leider häufig nicht gemacht. Und nächstes Jahr steht man wieder davor und sagt, ach, hätten wir doch diese Datenbasis schon mal im Laufe des Jahres zusammengetragen, den Investitionsplan, den Personalentwicklungsplan, die Abschreibungsplanung und. Dann müsste man das jetzt nicht unter Zeitdruck neu wieder generieren. Also alles das, was holprig läuft im aktuellen Planungsprozess, aufschreiben, auswerten in einem späteren Meeting, nachdem die Planung fertiggestellt ist und dann versuchen natürlich so früh wie möglich im laufenden Jahr für das nächste Jahr, für die Aktualisierung dann der Planung, manchmal macht man ja so einen Dreijahresplanungsprozess, zu verbessern und eben wirklich Effizienzvorteile daraus zu generieren. Zweite Thematik, idealerweise möglichst einheitliche Datenbasis und Software für die Planungsrechnung und den Abgleich des Reporting. Das ist so eins der Vorteile von Lucanet. Lucanet ist sozusagen ein Housing für die Ist-Zahlen, die eingespielt werden, und für die Planzahlen. Selbstverständlich kommen die Ist-Zahlen aus einem existierenden Finanzbuchhaltungsprogramm, sei es die DATEV, sei es SAP oder ProAlpha oder ähnliches. Oder wenn Sie in China tätig sind, dort der Marktführer ist Kingdee. Auch das lässt sich in Lucanet einspielen. Und dann haben Sie innerhalb dieses Housings dieselbe Struktur von der Ist zur Planzahl. Ja, das erleichtert schon mal vieles und hilft Verwirrungen zu reduzieren. Ganz zu vermeiden ist vielleicht auch nicht möglich. Die Frage immer, wer ist der Adressat? Da würde ich sagen, grundsätzlich das Management und damit grundsätzlich so detailliert wie möglich, mit der Möglichkeit für externe Adressaten Aggregationen vorzunehmen, sodass eine Menge verschiedener Konten, zum Beispiel im sonstigen betrieblichen Ertrag, sonstigen betrieblichen Aufwand, eben zusammengefasst werden zu einer Planzahl und einer Planungszeile, damit es nicht überbordet und mehr Verwirrung stiftet, als dann gewünscht ist. Also das bedeutet aber, grundsätzlich sollte so detailliert wie möglich geplant werden, damit auch die Einzelinformationen, sozusagen sonstiger betrieblicher Aufwand, viel zu hoch. Wenn ich ihn nur in einer Zahl überhaupt plane, ist es schwer für das Management dann zu entscheiden, ja, aber an welcher Stelle ist es denn viel zu hoch, wo müssen wir unbedingt eingreifen, sondern ich muss dann schon in die einzelnen Zusammensetzungen gehen, in die Bausteine gehen und daher recht detailliert planen. Ja? Mit der Möglichkeit für dann externe Adressaten die Komplexität einzudampfen, es zusammenzufassen, schneller, klarer Blick. Innerhalb von 3, 4 Minuten hat der externe Adressat dann die wesentlichen Key Figures gesehen und verstanden. Welche Anforderungen, letzter Punkt war doch noch wichtig, welche Anforderungen müssen erfüllt werden? Naja, da muss man sagen, es sollte schon
dem Wissensstand sehr nahe kommen, den wir zum Planerstellungszeitpunkt haben. Das ist nun heute eben der 20. Januar 2022. Das kann natürlich sein, dass zum Beispiel nach Chinese New Year aus Asien deutlich niedrige oder deutlich höhere Umsätze kommen, als wir sie heute haben erkennen können. Das kann man einem nicht vorwerfen. Aber man muss schon ein wenig den Kenntnisstand dann einpflegen, den man auch wirklich heute hat. Und nicht sagen, nee, das ist jetzt eine unangenehme Meldung und das verarbeiten wir mal nicht. Ja? Weil es holt einen ja doch ein und bringt einen jetzt auch nicht voran. Aber es gibt noch einige andere Voraussetzungen, die insbesondere auch, wenn Sie also gewisse Planungsgrundlagen beachten wollen und müssen für das Reporting an Ihr Management, an Ihre Geldgeber, Banken, Investoren, Sie einhalten müssen. Und das heißt, wenn Sie sich zum Beispiel die G&V als erstes angucken, Sie müssen die wesentlichen Bestandteile der wesentlichen G&V-Zeilen, das sind nun mal Umsatzerlöse, Materialeinsatz, Personalkosten, die wesentlichen Punkte auch des sonstigen betrieblichen Aufwandes, müssen Sie konkret, einzelfallkonkret planen. Das heißt, es ist nicht mehr State of the Art, in einem Planungsprozess zu sagen, letztes Jahr war der Umsatz ziemlich genau 25 Millionen. Naja, gucken wir mal so zum Fenster raus. Glauben wir, dass dieses Jahr vielleicht ein Tick schlechter wird, sagen wir mal 24 Millionen. Nicht mehr den Anforderungen an eine ordnungsgemäße Planung genügt. Ich muss schon konkret für dieses Planjahr 2022 jetzt planen, welche Hauptumsatzprodukte, Leistungen, ähnliches will ich erbringen, in welcher Menge, mit welchem Preis. Und genauso dazu passend den dafür notwendigen Materialeinsatz. Also damit bilde ich ab, auch wenn sich das Produktspektrum ändern sollte im Vergleich zu den Vorjahren, dass ich den richtigen Materialeinsatz habe. Wenn ich das nur global fortschreibe, aber dieses Jahr neue Produkte hineingenommen habe, die einen höheren oder einen niedrigen Materialanteil haben, würde ich das mit der prozentualen Fortschreibung ansonsten nicht abbilden können. Ja, und das, da können ja manchmal Millionen Abweichungen dazwischen liegen. Man muss es also produktkonkret, preiskonkret planen, sowohl den Umsatz als auch den Materialeinsatz, als auch die Personalkostenplanung. Ja, Sie sagen also kopfkonkret, was ist das Gehalt, was kommen eventuell an Sonderzahlungen dazu und so muss ich meine Personalkostenplanung machen. Empfehlenswert auch sehr detailliert in diesem Jahr Energiekostenplanung zu machen, weil das ja in vielen Branchen und Ländern, also nahezu ganz Europa, ja von den erhöhten Energiepreisen betroffen ist. Und da geht es von teilweise Verdopplungen in Deutschland bis zu Verdreifachungen im osteuropäischen Ausland schon hoch her. Und da kann ich nicht einfach nur sagen, wir, na, nehmen wir mal so 20% mehr, würden wir also vollfugig daneben liegen. Hier ist noch einmal das angesprochen worden, was Robert Mühlich schon gesagt hat, dass eben zum Beispiel für diese Planung, die ich jetzt eben sagte, Umsatz konkret nach den Produkten oder Leistungen mit Preisen, Material dasselbe, Personal nach den Köpfen, das führe ich häufig in Unterdateien. Also die Personalkostenplanung kommt sehr, sehr häufig direkt aus der HR-Abteilung, der Umsatzplan aus dem Vertrieb und so weiter. Und ich kann es eben mit guter Software, so zum Beispiel bei Lucanet, eben auch bewerkstelligen, dass ich diese Subpläne in dem Format der HR-Abteilung oder des Vertriebes, häufig ist das noch Excel, habe und dann in das Planungsprogramm
importieren kann. Und dann, wenn jetzt der Personalleiter sagt, wir müssen leider in dem Bereich 7 Leute entfernen, eliminieren, dass der das in seinem Plan macht, dass er die Abfindung eventuell, die nötig sind, mit einplant. Und dann überspielt man diese Datei in das Planungstool und Sie haben dieselbe Datenbasis wie die Personalabteilung. Ja, damit werden also Kommunikationsbrüche vermieden. Auch wenn mancher stöhnen mag, ja, es bleibt uns nicht erspart. Wir müssen vieles sehr detailliert planen, weil wir nur so Abweichungsanalysen später auch fahren können, wenn sie soll und ist nebeneinander stellen. Und daher wird man nicht umhinkommen, sozusagen die Summen- und Saldenliste, den Kontenplan als Ausgangsbasis zu nehmen und sagen wir, diese Kostenarten oder Ertragsarten dann durchaus separat zu planen. Wichtig ist, dass Sie sicherstellen, wenn es Planungsaktualisierungen oder Version 1, Version 2, 3, 4, 5 gibt, also bei dem Unternehmen, wo Robert Müllig und ich jetzt sind, ich glaube, da sind wir jetzt bei der Version 3 eigentlich schon, weil wir immer wieder neue Erkenntnisse bekommen haben, dass dies katalogisiert wird, beschrieben wird. Das ist natürlich bei einem händischen Excel die Gefahr groß, dass Sie auf dem Rechner nachher so 4, 5 Versionen haben und Sie wissen leider nicht mehr so ganz genau, welche was ist. Und meistens arbeitet man unter Zeitdruck. Irgendeiner sagt, jetzt eine schon vor 5 Tagen liefern müssen. Man guckt in den Rechner und haut eine Version raus. Leider war es die vorletzte und nicht die letzte. Das zieht dann in der Regel irritierte Nachfragen des Empfängers nach sich und kann bis hin zur Erschütterung des Vertrauens in den gesamten Planungsprozess führen. Also das sollten wir vermeiden. Luganet bietet da einen etwas größeren Service. Wir haben die Versionen katalogisiert nebeneinander, ohne alte zu löschen und können also immer noch mal wieder zurückgreifen.